Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt oder der Tee oder du bist gerade dabei. Wir gucken mal. Du kannst das Orakel aber auch jederzeit am Tag gucken. Ne? Also wenn man das findet, dauert es ungefähr 24 Stunden. Kann auf dich zutreffen, muss nicht. Du entscheidest, ob damit resonierst oder nicht. Und ich wüsste jetzt gerne, was denn so die Energien sind für Donnerstag, den 29.09. 2022, was kommt auf dich zu? Danke sehr. Ein höherer Standard. Ach, das blendet immer so. Ein höherer Standard. Ja, du hast dein Leben bisher so auf einem bestimmten Level gelebt. Kann sein, dass du schon länger Pläne im Kopf hattest oder immer noch hast. Und das Universum lädt dich jetzt dazu ein, dich weiterzuentwickeln. Vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, auf der du, also die schon länger ansteht, wo du aber den letzten Schritt noch nicht gemacht hast. Es ist ein Tag, der eine Wende einläutet. Ne, die Wende ist der Wandel ist schon von Anfang des Jahres eingeläutet, aber es wird jetzt von Tag zu Tag konkreter. Und spätestens, wenn der Portaltag-Korridor im Oktober da auftaucht, ja, ich glaube, da haben viele Entscheidungen getroffen, die das Leben komplett umwandeln. Und du darfst im Vertrauen bleiben, dass es zu deinem höchsten Wohl und es geht nochmal ein Level weiter. Ne, du erreichst einen höheren Standard. Das sind ja schöne Aussichten. Das hört man gern. Ja, ich krabble dann mal eben auf den Boden. Daran hat Spirit wirklich Spaß. Okay. Wie heißt das so schön, wenn das Leben einen Gang höher schaltet, dann ruckelt es schon mal was. Es könnte sein, dass bei einigen heute die Stimmung nicht ganz so bombastisch ist, dass du so ein bisschen antriebslos bist, dass du nicht so richtig motiviert bist, die Dinge anzugehen, die du dir für den Tag halt vorgenommen hast. Ja, dann geh doch einfach mal den Flow, go the flow, lass dich da einfach mal treiben. Vielleicht hat es auch Menschen gegeben, die dich in den vergangenen Stunden ein bisschen genervt haben. Ja, wenn du dich noch beleidigt fühlst oder trotzig, dann ist dein inneres Kind noch nicht im Einklang mit dir. Und schau nicht auf das Negative, versuch dich auf das Positive zu fokussieren. Dann bringst du dich selber auf jeden Fall schneller wieder in eine positive Schwingung. Und ich gucke jetzt mal mit meinen Kärtchen, was es noch genaueres zu sagen gibt. Heute kommt irgendjemand mit Nachrichten auf dich zu. Das kann ein Freund, ein Chef, ein Partner, ein Kind sein, was weiß ich, welches Thema dich gerade beschäftigt. Es wird kommuniziert und es geht um gemeinsame Pläne. Und dadurch, dass diese gemeinsamen Pläne geschmiedet werden, wird sich hier ein neues Kapitel auftun. Warum jetzt hier die Laune nicht ganz so gut ist, na, vielleicht. Ist das heute ein Tag, der so ein bisschen unspektakulär startet und wo dann aber jemand mit Nachrichten hereinrauscht, die dein Leben umkrempeln können und du hier wirklich in der Lage bist, einen höheren Standard zu erreichen? Verschließ dich nicht, bleib offen und achtsam. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und gern bis zum nächsten Mal.